bei FSM10. Heute mit den besten Übungen, um dein Flügelspiel zu verbessern. Let's go! So Leute, kommen wir zu der ersten Übung. Natürlich erster Kontakt. Klar ist es für jeden Spieler wichtig, aber ganz besonders für Flügelspieler. Let's go. So, Jakob hat meinen ersten Kontakt gesehen. Was ist zu beachten? Bei scharfen Bällen müsst ihr natürlich das Tempo wegnehmen und so den Ball zu kontrollieren. Bei leichteren Bällen müsst ihr dem Ball entgegengehen und natürlich ein bisschen Druck geben. Kommen wir zu der zweiten Übung. Dribbling ist out of für jeden Flügelspieler. Ich habe hier schon mal was aufgebaut. Einfach ein ganz normales Dribbling bei jedem Hütchen und am Ende ein Abschluss. Hütchen sind im Zickzack aufgestellt. Wichtig ist, dass wenn ihr auf dem linken Hütchen zuläuft, dass ihr auch mit dem linken Fuß andribbelt. Und natürlich, wenn ihr auf dem rechten Hütchen zuläuft, dass ihr auch natürlich mit dem rechten Fuß andribbelt. Ich zeige es euch mal vor. Und letzte Übung, Abschlüsse. Dafür habe ich ein Hütchen aufgestellt, die Gegenspieler simulieren. Wir laufen auf die Spieler zu, machen eine Finte und kommen dann natürlich zum Abschluss. Let's do it. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergiss nicht, gefällt mir zu drücken und natürlich mich zu abonnieren. Hier findet ihr noch mehr Videos von mir und schaut natürlich bei meinem Instagram-Account vorbei. Und vergiss nicht, Salat zu machen.